Der Arbeitsalltag bei uns im Restaurant ist, man kommt in der Früh, dann richtet man fürs Frühstück her, dann tut man Frühstück servieren. Wenn Frühstück vorbei ist, dann mal alles richten für mittags. Dann ist Pause am Nachmittag, Teildienst. Und am Abend ist dann Abendessen, servieren, zusammenräumen und dann gehen wir gemeinsam geschlossen nach Hause. Mein Arbeitsalltag hat eine gewisse Routine, aber er ist doch wieder sehr überraschend. In der Früh ist es meistens gleich, da machen wir die Biermessungen, weil wir hier für nüchtern sein sollten. Dann ist es total verschieden, je nachdem, welche Gäste eben im Haus sind, ob das jetzt Vorträge sind. Einmal in der Woche haben wir dann die Kochworkshops. Unser Teamzusammenhalt, muss ich eigentlich dazu sagen, ist sehr gut. Auch in stressigen Situationen bleibt der Humor nie aus. Bei uns läuft die Teamarbeit, dass jeder für jeden da ist, jeder hilft zu jedem zusammen. Das Arbeiten gemeinsam oder fächerübergreifend jetzt zwischen den unterschiedlichen Abteilungen ist sehr gut. Ich persönlich muss als Diätologin ja dann doch viel mit der Küche und auch mit dem Service kommunizieren. Und da habe ich eine sehr, sehr gute Gesprächsbasis mit beiden Seiten. Bei uns im Restaurant gibt es Teildienst und fixe Dienstzeiten nach Dienstplan. Die Arbeitszeit geht sich mit der Freizeit sehr gut aus. Ja. Da ich täglich bis 16 Uhr arbeite, lässt sich meine Freizeit gut planen und einteilen und ich kann meinen Hobbys nachgehen. Ja. Unsere Führungskraft hat immer ein offenes Ohr und man kann an die Anliegen einbringen. Ja. Meine Führungskraft ist sehr, sehr zugänglich, positiv zugänglich. Wenn Ideen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge meinerseits da sind, dann werden die dankend erhört und wir besprechen einfach wirklich auch im Team oder mit den anderen Abteilungen, ob das Sinn macht, was wir ändern können, in welcher Form, wie ist es auch umsetzbar im Haus. Wir haben Team-Events im Haus, es gibt Sommerfest, es gibt Weihnachtsfeiern, es gibt zwischendurch auch kleine Events. Klarerweise haben sie auch Freundschaften gebildet unter den Mitarbeitern und natürlich treffen sich diese auch dann im Anschluss nach Dienstschluss. Am meisten Spaß macht mir in meinem Beruf die Abwechslung, dass es sehr unterschiedlich ist und vor allem auch der Umgang mit Menschen. Und das schätze ich schon sehr, weil man auch viel Rückmeldung bekommt von den Leuten.